Hallo zusammen, es kamen mehrere Kommentare oder Fragen zu diesem Mikroinverter mit diesem Zigarettenanzünder. Wir haben ja das gleiche Teil mit hier einem 50 Ampere Stecker und hier dann nur so ein Zigarettenanzünder, dass man eure Powerstation, die ihr über euer Solarpanel schon geladen habt, den Strom rausnehmen kann und ins Netz zurückverkaufen. Zum Beispiel hier kann ich den Zigarettenanzünder einstecken und dann den Strom verkaufen ins Netz. Wir haben hier nur 50 Watt, Spitze 60 Watt. Das heißt, das sind 5 Ampere, die wir hier rüber wegziehen. Dieser Stecker sei zugelassen für 160 Watt, kann ich mir nicht vorstellen, aber 5 Watt kann dieser Zigarettenanzünder vertragen, das kann er wegbringen und so kann ich das hier ins Netz zurückverkaufen. 50 Watt ist nicht viel, aber 50 Watt mal 24 Stunden permanent ein bisschen ins Netz einspeisen, in euer Haus, in eure Wohnung, dann sind das trotzdem 1200 Watt, die ich aus dem Netz rausziehe, aus der Batterie rausziehe und ins Netz abgebe. Und das kann ich dann unter Tage bei gutem Wetter wieder über eine Balkonkraftwerkanlage oder über flexible Solarpanel Taschen oder Koffer wieder einspeisen. Und so kann ich im Jahr bei genügend Solarleistung ca. 100 Euro einspeisen übers ganze Jahr. Wieso habe ich hier einen 50 Ampere Stecker? Ja, weil wir diese Box haben und hier hat es hier vernünftige Stecker dran und hier habe ich diesen 50 Ampere Stecker, weil es passt. Das ist, wenn ich statt einer Powerstation solch eine Batteriebox habe. Es gibt aber auch Powerstation, die haben auch diesen Stecker dran. Dann könnt ihr logischerweise auch das mit diesem Stecker haben. Ich verlinke euch unten unseren Shop mit den Steckern. Auf dem Schweizer Shop findet ihr den Schweizer Stecker und im deutschen Shop findet das Teil natürlich auch mit dem deutschen Stecker. Es macht eigentlich keinen Sinn, das Ding in der Schweiz anzubieten im Shop. Aber ich weiß, wir haben viele deutsche Kunden hier aus dem süddeutschen Raum, die fahren bei uns vorbei und kaufen sich dann ein Produkt bei uns. Und die kriegen natürlich auch in der Schweiz den deutschen Stecker. Ist aber im Shop nicht so vorhanden. Wenn ihr den zugeschickt haben wollt, schreibt eine Mail. Der Preis ist der gleiche, ob mit deutschem Stecker oder mit Schweizer Stecker. Ja, wir sind immer noch ein bisschen am Testen. Wir haben auch jetzt eine kleine Testanlage. Ich habe zweimal 100 Watt Solarpanel auf dem Dach. Sowas wie die hier, flach ausgelegt wie auf dem Wohnmobil, also absolut nicht ideal, eine Batterie und ein Strommesser dahinter, nur jetzt war 2 Wochen Nebel, da hatten wir noch zwischendrin mal Schnee, die Leistung ist also sehr dürftig, was da von der Solarzelle oben runterkommt. Ich verlinke euch hier ein anderes Video über diesen Einspeiseinverter und ich wünsche euch einen schönen Tag.